Hallo und willkommen zu Patricks Vlog. Ich habe heute wieder Platz genommen neben meinem Spielzeug hier und mache ein kleines Update zum Toy-Server. Diesmal allerdings ohne Katze leider. Die sind abends immer ein bisschen kuscheliger als morgens. Ich habe gedacht, das macht mal zu Tageslichtzeiten, damit man mich überhaupt sieht. Okay, also das Baby hier entwickelt sich, beziehungsweise was ich mit dem Gerät mache, entwickelt sich. Habe ich schon erzählt, das ist mein Rechner, den ich nochmal von Grund auf zusammengebaut und konzipiert habe, und zwar als Data Warehouse. Disclaimer, auch dieses Video wird wieder ein Video sein, wo es um Dinge geht, die mich interessieren. Und wie wir alle wissen, sind Dinge, die mich interessieren, meistens nicht das, was andere Menschen interessieren. Aber wer ein bisschen zu Transferleistungen in der Lage ist, wird vielleicht so die ein oder andere Anregung für sich finden. Ich versuche es jetzt nicht gerade zu extrem kompliziert zu machen, dass man es nicht versteht. Von daher, vielleicht lohnt es sich doch ein bisschen noch zuzuhören. So, also die Idee war ja, dass ich mir einen Spielzeugrechner zusammenbaue und mit dem Rechner Dinge ausprobiere. Beziehungsweise auch ein Gerät vielleicht verwende, das dann in der Produktion mitlaufen kann. So, also die Lernkurve ist natürlich ein bisschen hart, weil ich viele Sachen ausprobiere, die nicht funktionieren. Aber genau dafür ist es ja da. Ja. Es ist wichtig, wenn man Erfolg haben will in seinem Leben, muss man Dinge ausprobieren und unterscheiden zwischen den Dingen, die funktionieren und nicht funktionieren. Und dann diejenigen, die funktionieren, zu isolieren und dann mit denen weiterzumachen. Das ist übrigens eins von den Problemen, denke ich, warum Autoren auch nie Erfolg haben, die Kleinen. Die probieren nicht aus. Ich habe mich ja mit einer Autorin mal unterhalten, die hat mir gesagt, ich will weg von Facebook, bringt mir alles nichts. Dann habe ich gefragt, was ist das Problem? Ich habe mich letztens mit einem Comicladen unterhalten, der hat gesagt, Facebook ist das Beste, was es gibt. Hat die gesagt, ja, ich habe da mal geschaltet, da ist nichts passiert. Dann habe ich gefragt, was hast du denn gemacht? Na, ich habe einmal 20 Euro geschaltet. Und da kam nichts bei raus. Jetzt mal unbesehen davon, dass bei jemandem, der im Monat 3.000 Euro verdienen möchte, 20 Euro vielleicht jetzt nicht so das Werbebudget der Wahl ist. Aber mit 20 Euro kann man nicht viel probieren. Und sie hat auch nicht probiert. Das heißt doch, sie hat einmal probiert mit 20 Euro, aber sie hat sich keine Alternativen versucht zu suchen. Ja, das ist ganz wichtig. Also bei ihrem Fall ist es zum Beispiel so gewesen, das Beste, was sie hätte tun können, ist, ich schalte nur 5 Euro, aber auf 4 verschiedene Zielgruppen und schaue dann, in welcher Zielgruppe es für mich am besten läuft. Und dann sich irgendeine Metrik aussuchen, wie zum Beispiel, es wurden Klicks generiert oder Leads auf die Newsletter auf der Homepage oder so irgendwas. Aber einmal eine Sache probieren, funktioniert nicht, und dann aufhören damit, das ist nicht das, womit man Erfolg hat. Und das ist leider das Prinzip, das ich bei Autoren und anderen Leuten, die keinen Erfolg haben, immer feststelle. So, also bei der Kiste hier geht es darum zu probieren, und das ist wichtig, finde ich auch. Das hat viel mit Spielen zu tun, weil Spielen bedeutet immer Dinge ausprobieren oder Dinge tun, ohne jetzt unbedingt ein Ziel damit zu verfolgen. Ich habe hier schon ein Ziel, aber ich spiele mit Sachen herum und die müssen nicht funktionieren. Ich mache es halt einfach und gucke, was bei rauskommt. So, das Ding hier ist eine Fundgrube an Dingen, die man herausfinden kann. Das ist ganz großartig. Also, Stand jetzt im Moment, das Ding läuft mit 2 alten SCSI-Platten plus einem 4er IDE-Rate an einem extra Controller mit 32 MB aus verschiedenen Gründen, und jetzt ist es aufgepumpt auf 2 GB Hauptspeicher. Wow! Ja, doch. Ich hab mir letzte Woche schon gegen die Wand gefahren gehabt mit etwas, das ich ausprobiert habe. Das habe ich abgestellt, seitdem habe ich keine Probleme mehr mit dem Hauptspeicher. Ich habe ihn aber jetzt aufgebaut auf 2 GB, und das ist jetzt nicht verkehrt, habe ich festgestellt. Was noch? Warum? Weil ich komme gleich dazu, wie ich die Daten von einem, was ich jetzt hier einfüge. So, was noch jetzt sich ändern wird, ich habe mir für 1 Euro plus Versand 3,90, das darf man keinem erzählen, 180 GB SCSI-Platte gekauft. Und ich werde, also was hier so Klack macht, das sind diese geilen alten Platten, bei denen man dann halt hört, was sie machen. Ich vermute mal, das ist eine relativ neue Platte und bei der hört man nicht mehr, wenn der Kopf sich bewegt, was ich vermissen werde. Aber ich will die mal probieren, weil die hat auch ein bisschen größeren Cache. Und so, also dann hätte ich 100, und vor allen Dingen, sie hat eine Bauhöhe.
Also das ist eine von den höheren. Also ihr kennt ja diese... Ich kann es greifen. Das ist hier eine von meinen Abfallplatten. Die ist leider defekt. Total defekt, destroy. Also eine Bohrmaschine. Die ist also nur so hoch und die andere ist halt doppelt so hoch, doppelt hohe Bauhöhe. Wobei das dann allerdings auch eine Half-Size-Platte ist, weil die ursprünglichen Festplatten, die waren dann viermal so hoch wie das da hier. Davon habe ich aber keine. Ich habe drüben ja noch eine... Noch eine Half-Size-Platte liegen. Könnte ich zeigen, aber mache ich für einen Visio-Beton-Beitrag. Ich finde Scassi-Platten mittlerweile sehr sexy und sehr interessant. So, also davon ist noch eine geordert zum Ausprobieren, ob die gut funktioniert. Ist wahrscheinlich abgelutscht. Ist eine Platte mit C-Anschluss, das heißt, die lief an der Backplane. Das ist der Unterschied zwischen... Das da unten hier, das ist eine... Ja, nee, das ist noch nicht mal eine Backplane, aber das ist ein Wechselrahmen. Sieht man's? Das ist mein Hauptserver. Der hat einen Wechselrahmen, da kann man die Platten reinmontieren und die mit dem C-Anschluss bei den Scassi-Platten, da steckst du nur die Platten rein. Die kommen also direkt aus Servergeräten und das heißt, die sind 24/7 Jahre lang gelaufen. Das hat den Vorteil, dass die in klimatisierten Räumen gelaufen sind. Ha, Lernphase jetzt für euch auch. Kommen aus klimatisierten Räumen, sind Dauerbetrieb gelaufen und sind dann irgendwann vor... Bevor sie gecrashed sind, dann rausgezogen worden. Das heißt, die haben hohe Laufzeiten, sind aber wahrscheinlich im guten Zustand. Das heißt, vielleicht funktioniert die noch eine Weile. So, und ansonsten muss hier noch ein kleiner Wechselrahmen rein für eine 500-Gigabyte-Platte. Das wird dann das Backup-Drive. Ja, und hier oben ist das Kassettendeck. Das ist, ich sage immer Kassettendeck, weil dann verstehen die Leute mal. Oder die Datasette meines Servers. Der eine oder andere kennt vielleicht noch die von der 64er. Ich habe keine Datasette hier unten. Hab ich oben stehen. Leider. Kennt vielleicht noch die Datasetten, also das ist das Kassettenlaufwerk zum Datensichern. Ups, und da ist gerade auf meinem Importprozess eine riesige Zeile durchgeflutscht, bei denen Pornhub leider die Datenkonvention nicht. Dazu kommen wir gleich. So, also Hardware-Technik ist das Ding immer noch in der Experimentierphase. Was aber cool ist, ich bin ein bisschen weitergekommen mit RateUtil, das ist ein Kommando, um den Controller zu verwenden. Bin ich ein bisschen weitergekommen. Ich hatte sogar schon einmal einen Ausfall von der Platte, weil der beim Ein- und Ausbau vom RAM, ich habe einen Stecker abgezogen und hochgefahren. Darauf hat der Controller gesehen, die Platte ist nicht in Ordnung. Und das heißt, ich habe auch schon mal eine RateUtil bilden müssen. Das läuft jetzt gerade noch, der Rebuild für die nächsten 40 Stunden. Okay, also. Da lernt man dann auch, wenn man so einen RAID baut, die kleinstmöglichsten Plattengrößen wählen, damit der Rebuild möglichst schnell wieder geht. Es macht also keinen Sinn, sich 2 Terabyte Platten zu holen, wo dann der Rebuild dann so eine Woche dauert. Es macht, wenn man so ein Projekt aufsetzt, vielleicht eher Sinn, kleinere Plattengrößen zu wählen. Und auch an der Stelle ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, die Technologie mit den Festplatten ist besser geworden in den letzten 10 Jahren, auf jeden Fall. Aber der limitierende Faktor ist immer noch die Zugriffszeit auf die Platte. Und das ist nicht viel schneller geworden. Das hat nämlich auch mit der Umdrehung der Platte zu tun, wie schnell die ist. Damit der Ort an der Platte unter den Lesekopf kommt, wo gelesen werden muss. Und da haben die alten Scassi-Platten sogar Vorteile, weil die Dinger werden sogar bis 15.000 Umdrehungen hergestellt, also teilweise heute noch. Und Platten mit 15.000 Umdrehungen sind den normalen Platten, also in dem Ding da hinten dran, stecken mit 7.200, glaube ich, drin. Dem auch. Ja, ich habe keine 10K-Platte gerade laufen, glaube ich. Das heißt, bei der einen unten bin ich nicht sicher, ob die Hauptplatte eine 10K-Platte ist. Klingt aber nicht so. Ja, also das ist auch recht interessant zu sehen, dass man teilweise also auch mit diesen alten Platten jetzt nicht wesentlich langsamer ist bei manchen Anwendungen als bei neuen Platten. Ich wäre schneller mit SSDs, vermute ich. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch zum Punkt, warum die Kiste hier nicht lange laufen kann. Ich bin ja im Moment auch am Ausprobieren, was kann ich mit dem Ding machen, also auch welche Dinge gibt es da draußen und was passiert, wenn ich versuche, diese Dinge zu tun mit der Kiste. Man spielt, okay? So, und die eine Geschichte mit der API ablutschen von dem einen Serviceanbieter läuft derzeit. Ich lutsche die API ab, aber ich trage sie nicht in die Datenbank ein, weil ich das Eintragen abgeschaltet habe, weil ich das versucht hatte, auf dem Shell-Skript zu machen.
Das hat nicht funktioniert. Ich habe es im letzten Beitrag ja schon gesagt, dass das Auslesen der Ein-Ausgabeströme des startenden Kommandos nicht funktioniert hat und deswegen der Prozess gehängt hat, weswegen mir die Kiste gegen die Wand gefahren ist mit lauter Zombie-Prozessen. Wäre mir mit einer größeren Kiste nicht so schnell aufgefallen, mit der kleinen Kiste relativ schnell. Deswegen bin ich ganz froh, dass die Kiste klein ist. Und das habe ich erstmal abgestellt und mich anderen Sachen zugewendet. Aber Patrick, du müsstest doch erstmal die Sachen fertig machen. Nee, muss ich nicht. Weißt du, das Schöne ist, ich bin selbstständig. Ja. Ich kann entscheiden, was ich mache. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich Daten sammeln möchte, ist das Wichtigste, dass ich die Daten sammle. Ich muss die jetzt noch nicht verarbeiten. Okay? Wenn ich die historischen Datenpunkte auf der Platte habe, indem ich einfach die Daten nehme von der API vom Provider an sie abspeichere, mit einem Zeitstempel versehen, damit ich weiß, von wann sie sind, muss ich die jetzt nicht in die Datenbank integrieren, kann ich lassen. Kann ich in einer Woche oder zwei Wochen auch machen. Ich habe damals gesehen gehabt, letzte Woche, ich kann die Daten verwenden und habe auch schon ein paar Aussagen treffen können. Habe gesehen, ich kann diese Aussagen treffen aufgrund der Daten und von daher weiß ich, dass ich das, was ich da gerade einsammle, auch verwenden kann und dann muss ich es jetzt nicht in die Datenbank eintragen. Aber das Ding hier macht lutsch-lutsch und lutscht wunderbar minütlich an den API-Schnittstellen rum. So, das heißt, das Ding läuft, macht aber noch nichts. Grundsätzlich wäre es vollkommen okay, wenn ich jetzt erstmal hingehe und die gesamten Sachen schreibe, mit denen ich die API-Prozesse oder die Datenpunkte sammle, in einem Format, sodass ich sie später verwenden kann, weil ob ich die Daten jetzt in einem Monat oder in zwei Wochen oder heute in die Datenbank eintrage und damit dann was mache, ist egal, Hauptsache ich habe die Daten. Und je mehr Daten ich habe, historische Daten, jetzt nicht aus dem 17. Jahrhundert, sondern mit Vergangenheitsbezug meint das, desto besser kann ich nachher Aussagen treffen. Das heißt, es wäre eigentlich völlig egal, wenn ich jetzt sage, die und die Datenquellen möchte ich haben und sammle dann erstmal nur die Datenpunkte ein von den Dingern und schaue dann später. Das ist aber auch unkompliziert, weil ich habe jetzt eine einfache Art und Weise gefunden, mit denen ich die Daten einsammle. Das ist das WGET-Kommando mit ein bisschen Logging und ein bisschen Daten dort abwerfen und Fehlermeldungen da abwerfen und ganz easy Pillepalle und ich ziehe das dann einfach runter und habe dann irgendwo einen Rechner stehen, der das entweder einsammelt oder später der von Rechnern, die es einsammelt, das Zeug einsammelt und das dann, der zieht sich dann. Das wird so ein kleines verteiltes Netzwerk werden und noch ein paar andere Sachen, die ein bisschen clever sind, weswegen ich sie nicht öffentlich sage, weil das sind dann Geschäftsgeheimnisse, man muss nicht jede kluge Technologie, die man verwendet, immer öffentlich in ihrer Wirkungsweise herausposaunen. Habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich zu viel darüber geredet habe und andere Leute es nach mir geklaut haben. Ja, es gab nämlich mal Zeiten, da waren die Sachen, die ich so gebaut habe, so innovativ, dass alle mich nachahmen mussten und nicht so gut. Mache ich nicht mehr. Also das ist ein bisschen intelligent und das sage ich noch nicht so öffentlich. Aber was mich halt auch interessiert hat, ist, Wie ist dieses Gerät hier jetzt tatsächlich auch einsetzbar für ein realistisches Szenario? Ja? Weil, wenn ich wissen will, wie kann der jetzt mit größeren Mengen an Datenpunkten umgehen, wäre es halt ganz sinnvoll, sich mal irgendwas zu ziehen mit größeren Datenpunkten und jetzt nicht ein halbes Jahr zu warten, um Datenpunkte dann zu aggregieren, um danach auf den Datenpunkten zu arbeiten, die man hat. Und stellt sich die einfache Frage, wo kriege ich eine größere Menge an tatsächlichen, relevanten, echten Datenpunkten her? Naja, das Allereinfachste ist dort, wo jemand sie einem zur Verfügung stellt. Okay, man kann sich zum Beispiel bei einem Anbieter die Lottozahlen beispielsweise runterladen, der letzten 30, 40 Jahre. Nicht besonders spannend, weil ich habe ja schon die statistische Auswertung gesehen, was dabei rauskommt. Und das war nicht interessant. Es kam nämlich dabei heraus, sind in ungefähr zufällig verteilt. Das macht dann keinen Sinn, die nochmal zu ziehen und sich das dann anzuschauen. Was gibt es noch, was man nachschauen könnte? Zum Beispiel weiß ich, dass man die Temperaturen vom Wetter, der Wetterstationen aus Deutschland, die kann man ziehen. Also wenn man zum Beispiel wissen möchte, wann verkauft sich welches Produkt am besten und hat das Wetter da einen Einfluss? Dann kann man zum Beispiel, also als Shopbesitzer, ja, okay, kann man zum Beispiel hingehen. Ich habe ja als Shopbesitzer auch die Postleitzahl von demjenigen, der bei mir bestellt oder die Lieferadresse. Und dann kann ich beispielsweise hingehen und hoffen, dass der von zu Hause aus bestellt hat und mir dann das Wetter anschauen zu dem Zeitpunkt, wo er bestellt hat. Also
Wenn man spätestens mal Badehosen verkauft, wäre es doch, oder Winterreifen, ja, wäre es schon interessant zu wissen. Wann verkauft man eigentlich die Winterreifen? Verkauft man die 3 Wochen, bevor die Winterreifen gebraucht werden? Verkauft man sie genau in der Woche, wo es gesetzlich vorgeschrieben ist, spätestens seinen Reifen gewechselt zu haben? Oder verkauft man die Winterreifen am allerbesten genau an dem Tag, wenn der Schnee anfängt zu fallen? Und dann fragt man sich, fällt überhaupt Schnee? Wann fällt Schnee und wo fällt Schnee? Dann kann man nämlich seine Einkäufe besser planen. Gut, aber das ist ja alles für mich jetzt nicht so relevant. Und ich bin über was gestolpert. Okay. Ich habe gedacht, es wäre nicht so schlimm, aber es war schlimm. Okay, ich habe mir ein realistisches Szenario ausgesucht, das realistisch, aber auch zugleich ziemlich brutal ist. Oh Gott. Ich habe mir gedacht, zieh dir doch die Daten von Pornhub, weil die haben auf der Webmaster-Seite eine Download-Datei. Und so, also das Problem für mich ist dabei, da sind nicht die Daten drin, die ich eigentlich gern hätte, weil ich suche nach was anderem. Und sagen wir mal so, wenn man die Nadel im Heuhaufen finden will, dann macht es nicht Sinn, sich einen größeren Heuhaufen zu holen. Wie soll ich das jetzt besser ausdrücken als das? Okay, also wenn ich versuche, irgendwas aus einem realistischen Datenbestand, wie zum Beispiel aus allen Videos von Pornhub, versuche rauszulesen, ist die Datenmenge, ich glaube, es waren 35 Millionen Videos. Okay, die Geschichte, dass das komprimierte ZIP 500 Megabyte groß ist von der Videodatenbank, und da sind nur ein paar Metadaten drin, hätte mir schon die Intuition geben können, als ich es dann extraktet hatte und es waren dann 6 Gigabyte groß, 5-6 Gigabyte groß, das ist die Datei, lag die Intuition schon nahe, dass das Ganze ein bisschen mehr wird. Au, Backe. Okay, also zum Positiven, es sind so ein paar Zeilen nicht in Ordnung. Das ist mal gleich beim Import aufgefallen, dass das gelegentlich passiert. Ich habe eben was gesehen, dass innerhalb von 200.000 Einträgen 7 Stück nicht in Ordnung waren. Das ist eine extrem gute Datenqualität, weil wenn ich so Dinger ziehe, die sind ja nicht immer in Ordnung. Also bei unseren Daten von den Reifen war das eine Katastrophe. Also nach mir vorgegebenen Richtlinien, was ein valider Reifen ist, habe ich es geschafft, 85% der Daten eines Imports zu erkennen. Und die restlichen 25% wusste ich halt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich hätte es ignorieren können. Das ist dann halt die Frage, wenn ich einen empfohlenen Preis für ein Preisempfehlungssystem berechne, ist es okay, wenn der um 25% daneben liegt? Das ist eine interessante Frage, die man stellen kann. Zum Beispiel, wenn der richtige Preis 100 Euro ist, ist es dann okay, wenn das System versucht, den Reifen für 125 oder 75 zu verkaufen? Ist das noch okay? Und das sind dann die Situationen, wo einem der Vorgesetzte sagt, Patrick, du musst doch nicht immer alles richtig machen. Du musst es doch nicht hundertprozentig. Mach's doch einfach mal nur fertig. Und dann so, wir können sofort fertig sein. Das ist gar kein Thema. Sag du mir einfach, wie viel Prozent okay ist. 100% muss es nicht sein. Was muss es sein? Ja, wie? Ist es okay, wenn es jetzt nur 85% erfasst? Ja, nee. Wieso? Naja, okay. Wie gesagt, wenn es 15% daneben liegen darf, ist es okay, wenn der Reifen jetzt 115 oder 85 Euro oder... Nein, der Preis muss ja am Schluss schon stimmen. Ja, okay, aber wenn meine Erfassung nicht hundertprozentig sein soll, dann kann ich dir auch keinen hundertprozentigen Preis sagen. Und jetzt sagst du mir, um wie viel er daneben liegen darf. Passt's, wenn es noch 55 Cent oder 1 Euro daneben liegt? Ja, das wäre als Maximum noch tragbar. Ja, dann muss ich eine Datenerfassungsrate von 99,5 oder 99% haben. Also 100% nicht, aber die. Die Situation habe ich dann, ja? Patrick, du darfst nicht einfach 100%, du musst mal alles richtig machen.
Und dann, ja, okay, wie viel falsch darf es denn sein? Ja, falsch darf es nicht sein. Ja, okay, aber ich kann es dir nur, wenn du mir das sagst, was du mir jetzt sagst, sind wir bei 85%. Wenn du mir was Besseres sagst als das, was du mir sagst, dann kann ich vielleicht auf die 99% kommen. Aber wenn du jetzt nur rumblökst und mir nichts sagst, dann bleiben wir bei 85%. Und dann sind wir sofort fertig, wenn du sagst, es ist mir scheißegal, ob wenn es der richtige Preis 100 Euro ist, aber dann sagt 115 oder 85. Ja. Manche Arbeitgeber kriegen halt das, was sie verdienen. Und manche Arbeitnehmer gehen aus diesen Firmen weg. Nee, aber denselben Problem habe ich halt auch hier zu tun, ja. Die Frage ist halt für mich, was mache ich mit den Daten, die da reinkommen und wie falsch oder wie richtig dürfen die sein? Und die Daten hier sind qualitativ sehr gut und sieht gut aus, aber es ist viel zu viel. Und deswegen habe ich auch gerade eben gesagt, die Geschichte mit dem Heuhaufen, der viel zu groß ist. Die Sachen, die ich raussuchen will, die kann ich zum einen nur zum Teil aus den Videos sehen, weil die mich nicht direkt interessieren. Nicht alle, jedenfalls nicht auf dem Portal. Mich interessieren mehr ein paar Sachen von den Producern. Dafür habe ich allerdings nur eine Web-API. Die habe ich mir noch nicht genau angeschaut. Aber mich interessieren halt zum Beispiel, wer hat welche Freunde haben welche Vorschaubilder, welche Interessen haben die Freunde. Und welche Videos haben die Freunde, woraus ich die Interessen ableiten kann. Also so Sachen interessieren mich eher. Und da hilft es mir relativ wenig, wenn ich 35 Millionen Datensätze von Videos geschenkt bekomme. So. Und dann ist halt das Problem, wie kriege ich diese 35 Millionen Datensätze auf etwas runter, was ich benutzen kann. Das heißt, ich muss natürlich als allererstes mal diese 6 Gigabyte erstmal alle einlesen, alle parsen, bei mir in die Datenbank reinpumpen. Und dann ist das schon mal der interessante Schritt zu sehen, klappt das überhaupt? Oder wie lange dauert das? So, ich habe im Moment eine Insert-Load-Rate, Import-Rate in die Datenbank, nur vom Erfassen, vom Konvertieren der CSV-Datei in die Datenbank von ungefähr 1000 Einträgen pro Sekunde. So, das mache ich mit einer alten Celeron 1700. Mit einem RAID 5, einem uralten Adaptec-Controller. Und man könnte jetzt sagen, das sind ja jetzt 35 Millionen Videos und ich habe 1000 pro Sekunde, die ich reinziehe. Also Punkt 1, die sind noch nicht normalisiert. Das mache ich im Schritt 2. Also ich lade die jetzt erstmal in die Staging Area. Und in der Staging Area, wenn sie da in der Datenbanktabelle sind, kriegen die nochmal einen Flag verpasst, Processed oder Not, ja, Processed und Boot Flag. Und diejenigen, die dann noch nicht Processed sind, davon ziehe ich mir dann halt in dem Hintergrundskript immer so 10, 20, 100. Und dann versuche ich halt so da Dinge zu denormalisieren, also zu normalisieren, weil die haben das Problem, dass die Kategorien beispielsweise alle in ein Datenfeld eintragen, mit Semikolons getrennt, und ich muss dann halt die Einträge bei mir in der Datenbank, um das nochmal in ein relationales Modell zu überführen, muss ich die halt aufteilen in verschiedene Einträge. Also für jede Kategorie muss das Video einmal eingetragen werden. Hässliche Sache, also mehr oder weniger, so gesagt. Hässliche Sache, aber das kann ich nicht jetzt hier im Import mitlaufen lassen. Vor allen Dingen will ich das auch nur mitlaufen lassen für die Sachen, wo es für mich auch relevant ist. Weil ich halt ich bin hier jetzt am Ausprobieren. Allein schon zu checken, wenn ich 300.000, 400.000 Einträge in der Datenbank habe, wie viele da drin sind, das dauert schon mal eine Weile. Besonders wenn gerade das Rate wieder am Rebuilden ist. Das sind Sachen, wow. So, jetzt auch erstmal nur, das ist jetzt auch nur Spielwiese, okay? Weil ich, wie gesagt, erstens einen viel zu großen Heuberg habe. Und ich vermute, dass da nicht so viele Nadeln drin liegen, dass es für mich interessant ist, den gesamten Heuberg überhaupt hier laufen zu haben. Aber ich muss diesen Heuberg erstmal reinladen, danach versuche ich ihn zu normalisieren. Und wenn ich das dann habe, dann will ich hingehen und mir den Heuberg aussortieren, den ich brauche, um danach dort nach den Nadeln zu suchen. So mehr oder weniger. Also ich gehe dann wahrscheinlich hin und suche mir aus den 35 Millionen Videos die Videos raus, von denen ich denke, die könnten mich interessieren. So, oder sagen wir, oder um es konkreter zu sagen,
die relevante, die in Zusammenhang stehen mit den Informationen, die ich nachher arbeiten möchte. So, das ist der Punkt. Das ist im Moment das Ding, was durchlaufen tut. Und ansonsten schaue ich, dass ich die anderen Sachen noch ein bisschen aufarbeite und noch mehr Abfragen für Endpunkte von Daten einbaue für andere Systeme, an denen ich auch im Moment gerade noch interessiert bin. Alles aber sehr, sehr non-invasiv. Das heißt, ich gucke halt mal alle Stunde auf eine Webseite drauf und speichere mir das HTML ab, was ich da sehe. Das ist halt, also beispielsweise, wenn ich neue Videos auf einem Portal haben möchte und ich habe mir das angeguckt und sehe, dass da am Wochenende die erste Seite von 2-3 Stunden die neuen Videos enthält, dann sehe ich ja, dass ich da einmal die Stunde drauf gucken muss, und vielleicht alle 2 Stunden. Und da muss ich nicht invasiv vorgehen. Also so Sachen an verschiedenen Punkten oder neue Producer. Wenn neue Producer sich anmelden, dann sind das am Tag vielleicht 5 oder 10 und nicht 5.000. Und da reicht es dann beispielsweise auch auf neue Producer vielleicht mal einmal am Tag drauf zu gucken und sich da Datenpunkte zu ziehen. Ja, also die Dinge bin ich gerade dabei. Ich gucke mir was an, sehe was, baue es kurz, guck, was bei rauskommt. So in der Richtung. Und vor allen Dingen ist halt auch interessant zu sehen, Punkt war ja schon klar, da oben könnte ich noch einen Lüfter über dem Netzteil reinmachen, da ist es noch ein bisschen warm. Aber alle anderen Lüfter, der wird handwarm. Alle anderen Lüfter ziehen aus der Kiste auf jeden Fall die Luft gut raus. Die Kiste läuft jetzt gut, aber im Sommer wird das nicht reichen mit der Kühlung. Das heißt, die hat auf jeden Fall eine Halbwertszeit. Und die Kiste wird wahrscheinlich nicht dazu geeignet sein, ein Real-Life-Produkt wie eine Datenbank DWH über Pornhub zu implementieren, weil das einfach zu viel ist. Und dann frage ich mich halt auch, wenn es bei Pornhub schon nicht geht, wird das dann bei Alibaba Express funktionieren? Also AliExpress. Alibaba Express. Hört sich aber gut an, ne? Gut, bei AliExpress. Wird das bei AliExpress funktionieren? So, das heißt also, die Kiste hier ist auf jeden Fall extrem eingeschränkt. Und wird mich nicht weiterbringen. Die da unten, die ist relativ flockig, ne? Da oben sind noch ein paar Wachs, die ich gerade am Checken bin. So, das ist ja mein Hauptserver. Der hat einen Quad-Core drin, 3 GHz, glaube ich, pro und 16 GB RAM. Also der ist besser aufgestellt, der läuft viel schneller. Aber das Problem ist, das RAID, das drin ist, das sind alles Büroplatten. Das heißt, ich müsste gegen, wenn ich es ernsthaft betreiben wollte, müsste ich das gegen 3 oder 4, 1 Terabyte Western Digital Blacks austauschen und das liegt dann in der Größenordnung 250, 300 Euro. Nur für die 3 Laufwerke. 3 Laufwerke. Und dann frage ich mich auch, ist das jetzt das, was ich ausgeben will im Moment? Deswegen gucke ich es erstmal auf der kleinen Maschine und wenn ich da irgendwas finde, was funktioniert, ausprobieren. Wenn ich da irgendwas finde, was funktioniert, wo ich sage, das lohnt tatsächlich, da jetzt noch Geld reinzustecken in neue Drives, um eine schnellere Lösung abzubilden, ja, dann das. Noch die Frage, warum benutzt du keine SSDs? Ich habe mit SSDs gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Als Systemdrive sind sie eigentlich ziemlich gut. Aber wenn man die Dinger längere Zeit nicht mehr anschaltet, ist mir schon einer um die Ohren geflogen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, hier ein Data Warehouse mit einer einzelnen SSD zu betreiben. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und ein RAID-System mit, sagen wir mal, 4 oder 5 128 GB SSDs hochzuziehen, ist auch kein Thema. Super Sache, niedrige Größe, aber sind halt auch wieder 500 Euro, ne? Nur für die Drives. Also einmal 500 Euro nur ausgeben, dass man die Drives im RAID-Verbund drin stehen hat, dann hat man noch keine Spares. Jo, und dann ist halt immer die Frage, muss ich damit selbst Geld verdienen oder finde ich einen Partner? Und wenn ich rausgehe und frage dann wieder irgendeinen Partner, wie sieht es denn aus, ich habe jetzt hier gerade 10.000 Euro ausgegeben für irgendwas,
hast du Lust, mit Geld zu verdienen und einzusteigen? Und dann sagt er mir wieder, ich habe kein Geld, kann ich mir nicht leisten, willst du Pizza? Deswegen halte ich es lieber auf einem Level, den ich bezahlen kann. Und in meinem Schrank liegen noch 4 Western Digital 160 GB und das Data Warehouse kann mit den Dingern noch eine Weile laufen. Für 9 Euro, für eine Pizza. Für eine Pizza habe ich ein Data Warehouse mit Drives bestückt. Ja. Anyway. So, wenn die coole Halbhöhenplatte kommt, mache ich vielleicht zu dem Ding, während oder davor ich es einbaue, nochmal was mit. Ansonsten probiere ich halt jetzt erstmal aus, mir anzuschauen, weil ich habe es nämlich, ich sortiere nämlich gerade die Zeilen, die nicht funktioniert haben. Bei Pornhub sortiere ich aus und gucke mir jetzt an, warum sie nicht funktioniert haben, weil ich gucke mir die Daten an. Ja, ich war bei der letzten Firma einer derjenigen, die tatsächlich, bevor sie die Daten importiert haben, sich mal angeschaut haben, was importiere ich da? Und damit meine ich, was konkret? Ich habe mal Select gemacht auf dann die Daten, die ich importiert habe und mir angeschaut, was habe ich da importiert? Und macht das so Sinn? Also deswegen war ich derjenige, dem aufgefallen ist, dass eine von dem kommerziellen Datenbankenanbieter, bei dem wir die Daten eingekauft haben, uns Daten geliefert hat, dessen Daten dann bei 2-3 Einträgen von 300.000 anfingen wie mit einem Unicode, der nichts anderes besagte als nicht druckbares, nicht sichtbares Leerzeichen. Das hat man, weil es nicht druckbar und nicht sichtbar ist, natürlich nie gesehen, wenn man es versucht hat auszudrucken und sich anzuschauen. Es hat aber dazu geführt, dass die Sortierung komplett im Eimer war und alle Daten, die damit eingetragen waren, nicht erfasst wurden in der Datenbank. Mein Importprozess, weil ich natürlich mein Zeug mir angeschaut habe und mir um die Ohren geflogen ist an der Stelle, völlig unerklärlich. Und die erste Reaktion meiner Kollegen war, ja, da mach doch Trim drauf, trimm doch die Leerzeichen weg. Was wallst du dich wieder mit so einem Zeug auf? Na, dann habe ich gesagt, ich halte mich noch ein bisschen mit mehr auf. Ich lese nämlich auch die Definition von Trim. Wieso das? Ist doch einfach, macht Leerzeichen weg. Ja, es macht Leerzeichen weg. Aber nur 3 Leerzeichen, also 3 verschiedene Arten von Leerzeichen mit folgenden Codes. Es steht explizit, dass Trim nur diese Leerzeichen mit diesen Codes entfernt, weil das steht in der Bedienungsanleitung. Und die lese ich. Und deswegen weiß ich, dass wenn das Ding einen Code 32 wegtrimmt und einen Code 13 und noch irgendwas, dass es dann keinen Code FFFFE wegtrimmt, weil das war nämlich non-breakable, non-printable, non-visible, empty, leeres Trackspace, der dann übrigens, wenn man es sortiert hat, natürlich gleich auch als allererstes kam. Descending. Deswegen habe ich es auch gesehen, unter 300.000 Einträgen, weil es der erste Eintrag war, weil ich habe mir die Daten mal angeschaut. So, also viel Streit wieder gehabt mit meinen Mitarbeitern, weil ich mich mit Scheiße rumschlage, die absolut nicht existent ist und finde ständig irgendwelche Fehler und fix dann die Fehler. Und weil ich die Fehler flicke und es danach funktioniert, bin ich als Mitarbeiter untragbar. Hat einen Vibrator. So, mein Data Warehouse. Hier finde ich meine Fehler und ich gucke mir jetzt die Fehler von Pornhub an. Ich glaube, die sind aber nur 7, 9, 10, 15 höchstens von ein paar hunderttausend. Von daher, auf die paar Videos kann ich im Notfall noch verzichten, da muss ich nicht viel gucken. Bis zum nächsten Mal auf Patrick's Vlog. Tschüss.